Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Wir haben in der letzten Folge Sherry verloren und gefunden und ja, hat sie also erst gefunden und erst gefunden, dann verloren, dann wieder gefunden, dann wieder verloren. Also wir sind richtig gut. Und jetzt gehen wir zum Schießstand. Wo war denn der nochmal? Ich bin da rausgelaufen, da hätte ich eigentlich hier bleiben können, ne? Naja, ich wollte speichern und so weiter, das war mir eigentlich ganz recht. So. Okay. Ich schätze mal, dass wir im Schießstand sowieso wieder angegriffen werden. Okay, wir brauchen die vier jetzt erstmal. Dann benutzen wir mal den. Den brauchen wir ja nachher im Polizeirevier nochmal. Rotes Kraut. Third Floor locker, okay. Ja, also wenn wir nachher zurück ins Polizeirevier gehen, dann brauchen wir den eindeutig. Haben wir jetzt hier alles? Ja. Dann gehen wir. Und was haben wir denn jetzt bekommen? Was uns irgendwie weiterhilft? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir irgendwas bekommen, was uns weiterhilft? Den Schlüssel hier müssen wir jetzt zurück, weil die Tür ist hinter uns nicht zugegangen. Ich glaube, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück, ne? Ah nee, hier war noch eine Tür auf. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Hier waren wir noch gar nicht. Das war Der Typ letztes kam Mal. bestimmt von hier. Ja, das war letztes Mal bei Leon verschlossen. So. Karte der Polizeistation B1. Sehr gut. So, wir sind im Liftsteuerungsraum. Was haben wir denn hier sonst? Lalala, sieht alles gut aus. Okidoki. So. Den brauchen wir doch öfter als gedacht. Ich hätte jetzt schon fast gedacht, wir können den ablegen, weil wir den nur noch in der Polizeistation brauchen. Aber ich habe mich geirrt. So, was gab's? Sieht aus wie Spaghetti Bolognese. Okay. Schulterschaft. Für welche Waffe ist das? Sehr schön. Ja, jetzt braucht sie zwei Slots. Ist halt kacke. Ich hätte lieber, dass da mehr Dinger reinpassen. Ich liebe dieses Geräusch. Hier scheint es aber noch irgendwas. Ah, da haben wir noch ein Kräutchen. Können wir direkt kombinieren. Dann haben wir nicht direkt den zusätzlichen Slot verbraucht. Und dann ist es erledigt. Gut. Oh, was hängt denn da? Expresslift zum Chefbüro. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ja. Kann man die nicht? Nee, kann man nicht mitnehmen. So, definiere unbefugt. Ich habe eine Waffe, demnach bin ich befugt, überall hinzukommen. Haha! Okay, warum kriegen wir hier Safe Room Musik? Und warum sieht das hier so nach Angriff aus? Okay, das kombinieren wir direkt da drauf. Oh, hübsch hat das hier. Lauter tote Tiere. E-Mail an Chef Irons. Ja. Für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen. Insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. W.B. William Birkin. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt gehen. W.B. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden. Selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischenfunkt.
Erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe. Vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. So, das ist das, wie ich Birkin halt in Erinnerung habe. Ne? So als Arschloch. Ne? So als Bossy. Und nicht dieses, oh, meine Arbeit. So, was werden wir denn los? Den werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. Das packen wir erstmal weg. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Die packen wir erstmal weg, bis wir... So, machen wir mal ein bisschen Ordnung hier. So. Heilzeug. Okay. Ach, wir könnten aber auch speichern. So, wenn wir schon hier sind, machen wir das auch. Ja, das ist jetzt der Teil der Geschichte, den wir mit Leon nicht sehen konnten. Da liegt noch was. Tierpräparationstagebuch. Weiße Wedelhirsch, Männchen, circa 6 Jahre alt. Fangort Arklay Berge. Länge 1,85, Gewicht 160 Kilogramm. Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mich mal anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Sibirischer Tiger, Männchen, ca. 4 Jahre alt. Fangort, Region Chabarowsk. Länge 2,89 Meter, Gewicht 239,9 Kilogramm. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier, das ist das wahre Leben. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Fangort, Raccoon City. Länge 1,60, Gewicht 49,8 Kilogramm. Das klingt nach Mensch. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß und er gehört mir für immer. Das ist definitiv kein Schwein, das ist ein Mensch. So, ach, da haben wir schon wieder MP-Patronen. Da müssen wir doch die MP wieder rausnehmen. Wo ist sie? Wo war sie denn? Hier unten. Okay, haben wir gespeichert? Ich glaube ja. So, Uhren haben in Resident Evil eigentlich immer eine Bedeutung mit dem Pendel, aber diesmal nicht. So, wir gucken mal. Hallo Hershey! So, hier saßen offenbar zwei Leute und haben was getrunken, aber nicht aus dieser Flasche, denn die ist noch voll. So. Wir laufen mal hier so ein bisschen ab. Gucken mal, ob wir hier noch irgendwas öffnen können. Haben wir hier eine Karte von Chefbüro? Aha. Der Tiger. Wir gehen langsam und vorsichtig. Hier wären wir im Leon-Szenario mit dem Herzschlüssel reingekommen, den wir entweder verpasst haben oder den gab es da nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Hier fehlt. Ach, das ist so ein Rätsel, ne? Können wir da schon was tun? Nee, da müssen wir erst noch die einzelnen Dinger einsetzen. Okay. Ha, ein Dodo. Brief des Reparaturservice. Ihrer Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Wir haben ihnen ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Okay, Moment, das schreibe ich mir gerade auf. Lager Ost, dritter Stock. Sollte etwas schief gehen oder sie mehr benötigen, suchen sie ihn einfach im Uhrenturm. Uhrenturm, okay. Wir sind ihnen stets gerne behilflich. Vielen Dank. Schaltschrankteile finden. Relief. Ach ja. Da wird der Herzschlüssel... Oh, der Herzschlüssel drin sein. So. Okay, dann hätten wir als Leon da gar nicht rankommen können, ne? Gut. Haben wir dann hier soweit alles? Nee, wahrscheinlich, weil wir diese Tür da noch aufmachen können. Hm. Okay, also hier müssen wir offenbar rein. Ah, da hängt die Karte drin. Kann ich die nicht einfach hier durchgreifen? Gott sei Dank.
Die Schlüsselkarte. Gott sei Dank, was ist daran? Gott sei Dank, wir konnten sie nicht aufheben. Das ist noch nicht Gott sei Dank. Gott sei Dank kannst du sagen, wenn wir sie in der Hand halten. So, dann wollen wir mal gucken, ob durch die andere Tür dann jetzt das Schwein ausgestellt wurde. So, was können wir dann jetzt erstmal ablegen? Das auf jeden Fall. Der Rest bleibt nur zwei Slots. Das ist so krank, nur mit zwei Slots rumzulaufen. Aber können wir den benutzen? Okay. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite von da, wo der Hubschrauber abgestürzt ist. Hier waren wir als Leon schon. Moment mal kurz. Nee, den Herzschlüssel brauchen wir offenbar nochmal. Okay, ich gehe aber jetzt nochmal hier wieder rein. Und ich glaube, wir können nämlich so langsam eine Aufnahmepause machen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Resident Evil 2. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir sind wieder zurück in der Polizeistation. Wir waren gar nicht so lange im Untergrund unterwegs, wie wir es mit Leon waren. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht noch passieren wird. Hier wird noch rot angezeigt. Das heißt, hier muss noch irgendetwas sein. Ich traue mich nicht auszusprechen, dass wir noch keine Fußschritte hören. Okay. Kann man das zumauern? Nein. Der wird die Scheibe kaputt machen. Okay, da hinten den Peak-Schlüssel, den hatten wir nicht, ne? Okay, das ist so ein Verhörraum. Welche Munition ist es? Kaliber 45. Okay. Tragbarer Tresor. Dann wollen wir den mal untersuchen. So, okay, wie ging... Okay, 1, 2. Machen wir das immer nur so als 1, 2. Okay. Hä, warum kann ich jetzt nicht... 1, 2. Okay. 1, 2. Ach, wollte ich doch gar nicht. Meine A-Taste funktioniert nicht mehr richtig. Ich brauche eine neue Tastatur, das ist das Problem. 1, 2. 1, 2. Das gibt's doch nicht. 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2, 7. 1, 2, 7. Hä? Ach, die war vorne dran. Die 8. 8, 1, 2, 7. 8. Ach, hier, die war auch noch vorne dran. 3. 3, 8, 1, 2, 7. So 3, 8. 1, 2, 7. 5. Okay. 8. 1, 2. Ne, ich hätte mit der 3 anfangen müssen. Fuck, okay. 3, 8, 1, 2, 7, 5. Okay. Gut. Es wird dann wahrscheinlich genau die letzte Taste sein. Okay. Gut. Dann müssen wir... Oh! Wir müssen aber wieder zurück, ne? Wir müssen da durch. Alter Schwede! Seid ihr Arschlöcher! Oh Gott, okay. So, ich pack den jetzt mal gerade weg. Ich packe die mal gerade weg. Bis die Pistole leer ist. Das brauchen wir auch erst später. Und dann haben wir wieder drei Plätze frei. Oder brauchen wir hier unten? Bäh. Ja, wo war ich denn jetzt eben?
War das etwa hier? Ja, Vernehmungsraum. Also hier in dem Flur ist definitiv noch irgendwas. Da müssen wir also noch mal hin. Und da ist jetzt die Scheibe kaputt. Das heißt, vielleicht können wir hier drüber steigen. So. Die fanden aber Säure cooler, ne? Also schlechter. So, was war hier in diesem Flur noch? Vielleicht einfach hier? Ah, da ist ein Schrank. So, und Kreuz haben wir nämlich nicht, ne? Wo ist er? Ich kann da nicht drüber steigen. Ach, da hinten ist er, okay. Konfiszierungsbericht 6a. Ah, okay. Also 6 nach da, 2 nach da und 11 nach da. Okay. Datum 14. August 1998. APD Wartezimmer, zweiter Stock. Sehr schön. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkungen. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhirniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Da ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. Sehr schön. Das heißt, wir müssen da auch nochmal hin. Können wir hier wieder raus? Raus hier, raus hier, raus. Ich gehe jetzt nicht die Bretter holen, wir kommen hier eh nie wieder runter. Ist jetzt alles blau, ne? Es ist alles blau. Auf Wiedersehen. Okay. So, dann. Perfekt. Jetzt nehme ich den anderen Schlüssel wieder mit. Ich weiß nämlich nicht, ob wir noch mal an einem Dingsbums vorbeikommen. So, das kann ich später holen. Da ist ein Dingsbums in der Nähe. Wow. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich ein bisschen Fortschritt machen. Das war jetzt die ganze Zeit ja so ein bisschen nicht der Fall. Wenn ich L drücke, mach ich dann. Ja. Da liegen nochmal Bretter. Die müsste ich halt einfach aufheben, damit hier der Raum halt als leer angezeigt wird. Deswegen hebe ich die auf. Jetzt haben wir aber nur noch einen Platz. Jetzt haben wir gar keinen Platz mehr. Das ist schlecht. Müssen wir nochmal runter. Okay, dann müssen wir nochmal runter. Es gibt übrigens ganz viele verschiedene Achievements für hier das Spiel. Vor allen Dingen, was es ja auch so typisch für Resident Evil ist, was so in den ganzen Spielen eigentlich über die Jahre hinweg immer gewesen ist, war, dass man das Spiel ganz, ganz schnell durchspielen muss, ne? Also je schneller man durchgespielt hat, desto besser war das. Das ging halt, ja, wie gesagt, so Durchspielzeit und je nachdem, wie schnell diese Durchspielzeit war, hat man dann, einen Moment, ne, der Herzschlüssel brauchen wir immer noch.
Dann bekommt man halt spezielle Achievements. Genau, das ist es dieses Mal auch. Und diesmal gibt es, glaube ich, sogar ein Achievement, was die Schritte angeht. Je weniger Schritte man hat, desto besser. Okay, das ist die Dachterrasse. Lagerraum Ost. Im Lagerraum Ost, im dritten Stock, soll eine von diesen Platinen liegen. Das werden wir bestimmt auch brauchen. Aha. Leckt mich, kann es mal liegen bleiben, noch einen Moment. So. Ach, da bist du. So unbedingt. Was ist das? Ach, Elektronikteil. Okay, hier ist es auch. Da oben ist noch so ein Ding. Los, 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 weg hier. Kommen wir später nochmal hin. So, dann können wir das erste Elektronikteil einfach schon mal einsetzen. Ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen inventarsparmäßig vorzugehen, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Aber ich fühle mich einfach besser so im Moment. Okay, das Messer packen wir weg. Wir haben noch diese hier. Die müssen wir auspacken. Das hatten wir nämlich letztens schon, ne? So. Okay. Dann können wir das nämlich schon mal einsetzen. Aber ich glaube, wir brauchten zwei, ne? Zwei oder drei sogar. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier noch eins, ne? Zwei brauchen wir also. Also müssen wir definitiv in den Uhrenturm. Naja, natürlich, natürlich müssen wir dahin, wenn das da steht. Das Zahnrad hatten wir ja. Ist jetzt nur die Frage. Wir haben nur noch einen Schuss, dann packen wir die weg. Weg damit. War mal schön. Und dann müssen wir halt die andere wiederholen. Haben wir ja noch weniger Platz im Inventar. Ne, Feuer haben wir gerade drin, ne? Egal, machen wir das so. Okay. Ich würde gerne einfach alles mitschleppen. Das nervt mich so, dass das im Moment nicht so möglich ist. So. Okay, das ist nachgeladen. Das ist gut. Und so, gucken wir mal weiter. Okay, hier liegt das Brett. Hier in dem Flur scheint immer noch irgendwas zu sein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir hier irgendwie durch. Privatsammlungszimmer, da kommen wir momentan nicht rein. Wartezimmer, da würde ich jetzt gerne hin. Wir gehen dann jetzt mal übers Dach. Eigentlich müssten wir das Zahnrad noch holen. Ich kann mir jetzt einfach echt nur vorstellen, dass das halt hier rot ist, weil das zu dem anderen Flur gehört. So. Okay, machen wir wieder Licht. Und das Dach. Das da brauchen wir eigentlich nicht. Kriegen wir dann nur wieder alles als rot angezeigt, aber ist dann halt so. So. Versuchen wir es mal. Ah ja, das ging hier, glaube ich, nicht, ne? Da kam das ja an der falschen Stelle raus. Ja. Gut, da mussten wir umstellen. So.
Ah ja, hier sind wir einfach nur auf der anderen Seite. Okay. Gut. Hier kam Mr. X wieder zu unserer großen Freude. Ich erinnere mich, obwohl ich mir eigentlich wünsche, dass er jetzt parallel zu diesem Zeitpunkt mit dem lieben Leon am Spielen ist. Aber so viel Glück werden wir nicht haben. Gesundheit. Oh, zwei Grüne. Moment. War es jetzt zugenagelt? Das war es aber vorher auch nicht. Die zwei grünen Kräuter hätte ich da schon ganz gerne. Okay. So. Dann hole ich mir nämlich noch das Rote. Das hier steht und kombiniere das mit rein. Kombination. Und dann können wir das Blaue oben noch holen und dann müssten wir nämlich hier auch eine anständige blaue Markierung bekommen. Da bin ich so ein bisschen pingelig mit. Also das hätte ich dann schon gerne. So, da. Gut. Und wir haben ein volles Heilpackage. Wie sieht's aus? Alles blau. Sehr schön. Das macht glücklich. Wenn sonst nicht glücklich macht, dann sowas. So, dann wollen wir mal. So, die Leiche sitzt mittlerweile nicht mehr drin. Tavu. Soweit ich mich im Übrigen erinnere, Owart, ist das der Hubschrauber, der auch Mr. X absetzt. Wo wir gerade davon reden. Na, großartig. Lass mich in Ruhe, ich hab dir nichts getan. So. Dann können wir jetzt hier an den Safe. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann auf die 2 und auf die 11. Okay. Was ist das? Erweitertes Magazin für die andere Waffe. Na toll. Juhu. Wo wir so viele 9mm Munition hier finden, das ist absolut hilfreich. So, jetzt haben wir den Auftrag. Ich habe aber den Schlüssel abgelegt. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder in den anderen Safe Room, wo wir die Filme entwickeln können. Denn da fehlt uns ja noch etwas. So. Ich höre ihn schon wieder rumstampfen. Wir müssen leise sein, der hört uns sonst. War ich so froh, dass wir den... Oh Gott! Warum sind die denn wieder da? Die waren doch weg! Alter! Gott, jetzt habe ich mich aber übel erschreckt. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh Gott! Boah, zum Glück bin ich erst 22 und da passiert noch nichts, wenn ich mich erschrecke. Oh. So, weg damit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So. Dann. Den brauchen wir. Und
Den brauchen wir. Gut. Auf geht's. So, DCM. Spind im dritten Flur. DCM. So, das kann ich durchstreichen. Das kann ich durchstreichen. Das kann ich. Das kann ich. So, damit ich das nicht verwechsle. So, dritter Flur. Da müssen wir eh hin, glaube ich. Wir speichern nochmal, weil es uns momentan eigentlich ganz gut geht, was Items angeht. So, mal gerade gucken. Ja, 20 Minuten scheinen wir schon wieder voll zu haben, ne? Dann machen wir hier eine Pause. Danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.